Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny von mir. Ich bin Kyros und in diesem Video werde ich euch mal ein paar Tipps für den PvP geben, denn ich habe in den letzten Tagen wieder unglaublich aktiv PvP gespielt und dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich seitdem beachte, und seitdem ich diese Sachen beachte, bin ich deutlich besser. Ich bin immer in den Top 3 vom gesamten Spiel und durch diese Tipps, denke ich mal, werdet ihr auch ein bisschen besser. Ich möchte an der Stelle sagen, dass zwei Tipps nicht von mir kommen, sondern von Kollegen, und die Tipps sind wirklich mega geil, die werde ich euch hier mitteilen. Der erste Tipp, den ich euch geben kann: Assists sind positiv. Ja, die Leute regen sich immer über Assists auf oder so, oder keine Ahnung, wenn zum Beispiel angenommen man sieht, wie ein Sturmbeschwörer aus dem eigenen Team auf einen Gegner zugeht, dann denkt man sich, okay, easy, der holt den. Aber ich gebe euch als Tipp: Schießt den Gegner trotzdem an. Schießt den an, dann kriegt ihr einen Assist. Assist ist gleich 50 Punkte. 50 Punkte ist gleich mehr Punkte. Was will man mehr? Den zweiten Tipp, den ich euch geben kann, ist im 3 gegen 3 vor allem, seid immer bei einem Teamkollegen. Immer. Denn 2 gegen 1 ist deutlich besser als ein 1 gegen 1. Seid immer bei einem Teamkollegen, denn zu zweit habt ihr deutlich mehr Chance. Das ist dieser Tipp war zum Beispiel von Kollege von mir. Der zweite Tipp von Kollegen, das ist meiner Meinung nach der beste Tipp, den ich je gehört habe. Und zwar: Egal wie geil ihr auf einen Kill seid, Überleben ist wichtiger. Ist einfach so. Vielleicht nicht unbedingt im 6 gegen 6 oder im Gefecht, aber in Osiris oder Eliminierung. Egal wie geil ihr auf einen Kill seid, wenn auch nur ein minimales Risiko dabei besteht, dass ihr sterben könntet, lasst es. Lasst es einfach. Überleben ist tausendmal wichtiger, als einen Kill zu holen. Den dritten Tipp, den ich euch geben kann: Schätzt die Situation ein. Ihr müsst die Situation einschätzen. Ihr müsst wissen, wenn ich jetzt dorthin gehe, kann es sein, dass da jemand sniped. Wenn ihr selber keine Sniper habt, dann geht dort nicht hin. Lasst es einfach. Ja? Oder, keine Ahnung, ein Gegner ist irgendwo und dann müsst ihr euch überlegen, kann ich den killen? Schaffe ich das, den zu killen, oder besteht das Risiko, dass ich dabei drauf gehe? Ihr müsst die Situation einschätzen, ihr müsst die Map kennen, und natürlich ist auch ein gutes Movement wichtig. Und da kann ich euch auch noch einen Tipp geben, und zwar: Ich habe mal mit einem Kollegen gegen zwei andere Kollegen gespielt, die schlechter waren als wir. Und wir haben ein 2 gegen 2 gemacht. Die Gegner durften Waffen verwenden, wir aber nicht. So, und seitdem ich dieses Spiel gemacht habe, bin ich wirklich besser im PvP geworden. Das klingt dumm, das klingt unglaublich, aber es ist wirklich so. Seitdem wir das gemacht haben, bin ich wirklich besser geworden, denn in so einem Spiel kommt es extrem aufs Movement an. Man muss sich gut bewegen, man muss sich taktisch bewegen, man muss sich klug bewegen, und da kommt es, wie gesagt, drauf an, und seitdem bin ich auf jeden Fall besser geworden. Ihr könnt doch mal einfach so aus Spaß, wenn ihr eine 1 gegen 1 Situation habt beim Gegner, mit dem Jäger geht das unglaublich gut, mit dem Schattenschritt. Ihr könnt den Gegner so ein bisschen trollen, das mache ich auch manchmal. Ich, keine Ahnung, ich renne auf den Gegner zu, obwohl ich gar nicht in den Nahkampf will, und dann mache ich einfach vor dem die ganze Zeit den Schattenschritt, huppt dort durch die Gegend. Wenn ich wieder auf dem Boden bin, mache ich wieder den Schattenschritt, und somit kann man die Gegner extrem trollen. Die kommen da gar nicht mehr klar. Und erstens ist es lustig, und zweitens ist es auch eine gute Übung für das Movement. Man kriegt da ein besseres Gefühl für das Movement. Und den letzten Tipp, den ich euch geben kann: Geht mal in die PlayStation, in die Einstellungen auf Barrierefreiheit und dann auf die Tastenzuweisung. Dort kann man die Tasten umlegen, dass zum Beispiel der Dreieckknopf ab sofort der X-Knopf ist oder so. Da kann man seine Tasten umbelegen. Und ich habe das so, dass meine Kreistaste jetzt R3 ist. Das heißt, ich drücke den rechten Stick rein und da ducke ich mich, beziehungsweise mache dann Schattenschritt oder mache dann den Dämmerbruchgarnison. Und das ist wirklich mega nice, denn dann kann man direkt, während man den Schattenschritt macht oder während man Dämmerbruchgarnison macht, kann man dann direkt sich wieder umgucken, wieder die Richtung wechseln. So, wenn man das auf Kreis gelegt hat, muss man erst von Kreis runter und dann sich wieder umgucken. Wirklich, macht das mal, versucht das mal aus.
probiert das mal aus. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt natürlich, ist am Anfang schwierig, aber seitdem ich das gemacht habe, bin ich wirklich besser geworden. Das kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr das mal probiert. So, das Video wäre jetzt eigentlich schon fertig. Mir ist aber gerade noch was eingefallen, und zwar, wenn ihr um Ecken springt, das heißt, ihr habt einen Gegner hinter einer Ecke, er ist um eine Ecke und wartet dort, dann gibt es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt einfach um die Ecke rumlaufen und dann drauf gehen, oder aber ihr springt um die Ecke, das heißt, ihr seid in der Luft, während ihr euch um die Ecke bewegt, oder ihr rutscht durch oder ihr macht den Schattenschritt durch. Das sind immer so Situationen, wo der Gegner nicht so ganz genau weiß, was mit ihm jetzt geschieht. Einfach um die Ecken laufen ist blöd. Springt um die Ecken, rutscht um die Ecken, rollt euch um die Ecken. Und genau, jetzt wäre es das aber auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao.